Ruhig, ganz ruhig. Wow, so viele Leute haben Swimmingpools. Und wo fahre ich jetzt hin? Ende gut, alles gut. Du meine Güte, das war sowas von schnell. Tada! Hast du Tomaten auf den Augen? Ach du meine Güte. Auweia. Ich kann das nicht so gut. Ich räume das später auf. Bitte verklag uns nicht wieder. Das ist mir sowas von peinlich. Hui, das sah teuer aus. Schaut weg, Leute. Hier gibt es nichts zu sehen. Schick die Rechnung an Homer. Gute Wahl. Keine Zeit, Vorsicht walten zu lassen. Weg da, sonst bist du dran, Lahmarsch. Bringt die bereifte Rostlaube von der Straße. Was denkst du dir dabei? Du legst es wohl auf eine Straßenschlacht an. Na los, los, weiter! Mach, dass du wegkommst! Was denkst du dir dabei? Oh, verflixt! Ich sollte besser aufpassen. Ach, Mist! Oh, verflixt! Verflucht! Verdammt nochmal! Schieb deinen Fettarsch schon rein! Hey, Entschuldigung, ich fahre! Die Tür ist verschlossen. Falsche Seite. Leg Eis auf die Wunde. Es tut mir leid. Hoffentlich sind die nicht verletzt. Oh nein, hoffentlich hat das keiner gesehen. Das war ein Unfall. Das ist mir wirklich unheimlich peinlich. Nicht aufregen, Marjorie. Ganz ruhig. Oh, das hatte ich gerade geputzt. Es stimmt, Frauen fahren wirklich nicht sehr gut. Jetzt wünschte ich mir, wir wären versichert. Oh, und das hatte ich gerade überstrichen. Den Inkasso-Leuten wird das gar nicht gefallen. Entschuldigung, aber das ist ein sehr wichtiger Auftrag. Ich mach das wieder gut. Magst du Schokoladenkuchen? Halt dich von mir fern, es ist wieder diese Zeit des Monats. Ich werde in Zukunft vorsichtiger sein. Ab morgen. Geht es nicht ein bisschen schneller? Tut mir leid, aber ich hab's wirklich eilig. Marge muss gleich weg. Oh! Ich werde viel Alkohol zum Einreiben brauchen. Das war nicht so schlimm, wie es aussah. Oh, anscheinend doch. Alles in Ordnung, das wird sich schon wieder einrenken. Wie rüpelhaft! Hilfe, Mord, Vergewaltigung! Verzieh dich mit deiner hässlichen Visage! Zurück, Freundchen! Das ist schlecht für meine Haltung. Pass auf, perverser Hund! Was denkst du dir dabei? Hast du keine Manieren? Wow! Mal sehen, was das macht. Nur ein bisschen justieren? Was ist denn das für ein Ding? Ich mach's. Zum Schluss mach ich's ja doch immer. Niemand wird was dagegen haben, wenn ich es anfasse. Dieses Dingelchen werde ich mal ordentlich schütteln. Ein Bösewicht weniger. Bahn frei für Marge! Ich ruf den Automobilclub an. Hoffentlich ist er nicht verletzt. Tja, auf Marge ist Verlass. Ein rücksichtsloser Fahrer weniger. Und wo fahre ich jetzt hin? Was habt ihr, was mir den Magen nicht zu sehr anschwellen lässt? Welche Mahlzeit hat die wenigsten Kalorien? Ich hab solchen Hunger, dass ich fast verhungere. Ich brauch was, das mich wieder hochpäppelt. Was gibt's denn überhaupt zu futtern? Was gibt's denn heute? Ich brauche unbedingt jemanden, der mich mitnimmt. Mann, schnallen Sie mir Räder unter! Sir, würden Sie mich mitnehmen? Das wäre sehr nett. Sexy Mom braucht eine Mitfahrgelegenheit. Hast du Tomaten auf den Augen? Ach du meine Güte! Auweia! Ich kann das nicht so gut. Ich kann das nicht so gut. Hör auf, mich zu beobachten! Verzieh dich! Dich will ich nicht in meinem Leben haben.
Sei nicht so neugierig. Respektiere meine Privatsphäre. Kümmer dich um dein eigenes Bienenwachs. Du liebe Zeit. Du liebe Zeit. Ich sollte mich nicht darüber freuen. Canyonero! Ups! Das wird mich was kosten. Hoffentlich muss ich nicht dafür bezahlen. Wird sich das auf meine Versicherung auswirken? Hui, 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 hui. Sieh her, freihändig! Vorsichtig wild beschleunigen. Okay, Marge, genau nach Plan vorgehen. Ich brauch den Geschwindigkeitsrausch. Keine Zeit, Vorsicht walten zu lassen. Mit sensiblem Füßchen aufs Gaspedal. Auf dem Kaminsims sieht es bestimmt auch gut aus. Das packe ich zu meiner Aussteuer. Hoffentlich kann ich damit was Nettes machen. Das bleibt Marts Geheimnis. Das stelle ich direkt neben Barts Babyschüchen. Alles für March. Entschuldigung, bitte. Ich hab dich nicht gesehen. Aus der Bahn! Warum musst du immer irgendwas anrempeln? Oh, verflixt! Ach, Mist! Ach, Mist! Ich sollte besser aufpassen. Ich sollte besser aufpassen. Au, Polygone! Augenblick, wer hat das dahingestellt? Ach, Mist! Oh, verflixt! Verflucht! Verdammt nochmal! Wow, Glück gehabt, Marge! Was denkst du dir dabei? Geh nochmal zur Fahrschule! Du hättest mich fast erwischt! Oh! Oh je! Das ist gar nicht gut! Ich werde ohnmächtig! Das sieht schmerzhaft aus. Jemand soll ein Seil holen. Straße, Auto, Geschwindigkeit. Es kann losgehen. Hoffentlich stinkt dieser Wagen nicht zu sehr. Wo geht weiter, Videospiel? Gehen wir es an. Es wird Zeit, den Wagen in den Wahnsinn zu fahren. Dann nichts wie ran. Achtung, jetzt wird Pflaster getreten. Ich hätte doch bessere Schuhe anziehen sollen. Einfach nur schön mal raus aus dem Haus zu sein. Ein schönes Gefühl, die Gehwerkzeuge auszustrecken. Stramm marschieren ist gut für meine Hüttenkäsehüften. Aufgewacht, aufgewacht, Speck und Eier sind gemacht. Sei gegrüßt, Springfield-Kamerad. Hallo, ich bin Marge. Hallo, Mr. Smiles. Oh! Lass deine Wut zu Hause, wo sie hingehört. Nein, 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 das machst du nicht. Alles in Ordnung, das wird sich schon wieder einrenken. Leg Eis auf die Wunde. Das tut mir leid. Hoffentlich sind die nicht verletzt. Oh nein, hoffentlich hat das keiner gesehen. Das war ein Unfall. Au, mein Hintern. Das ist aber nicht sehr nett. Wie rüpelhaft. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Nun ja, hat zumindest Spaß gemacht. Wie gewonnen, so zerronnen. Hä? Ich hätte geschworen, dass ich noch mehr Zeit hatte. Sieh das nächste Mal nach beiden Seiten. Denk schneller, Rocky Joe. Marge Simpson stets zu ihren Diensten. Ich geb mein Bestes. Ich geb mein Bestes. Oh. Ich warne euch! Aus der Bahn! Hab ich gewonnen? Ich hatte keine Ahnung. Ich hab gewonnen? Das tut mir leid. Marge ist dran! Marge ist dran! Was sagt man dazu? Na toll, genau das brauch ich. Ah, da kommen sie. Du Zimtarsch! Nicht schon wieder einer? Das wird langsam unheimlich. Der Kerl ist aus dem Nichts aufgetaucht. Wo kommen diese Idioten bloß her? Mist, ich hab gar keine Taschen.
Das ist doch kein Diebstahl, oder? Hoffentlich kommt nicht noch mehr. Wer hat die bloß hier hingestellt? Verflucht! Wow, der Wagen ist aber langsam. Jetzt fühle ich mich richtig unwohl. Du wirst mich nicht mehr mögen, wenn ich wütend werde. Da muss ich mich aber anstrengen. Wie hast du das geschafft? Bleiben Sie mit Ihrem Hinterteil nur hier, Mister. Ich gewinne! Es ist unglaublich! Schluck meine Auspuffgase! Mich erwischst du nie, Gott! Matt schießt vor auf die Pole Position. Zu langsam, mein Lieber, du bist zu langsam. Leck mich an meiner Rüpelhaftigkeit. Bitte, ich bin doch sowieso nichts Besseres als ein Taxiunternehmen. Warte einen Moment, ich muss nur die Überzüge für die Überzüge sauber machen. Ich bin gleich da. Ich werde dir zeigen, was eine spießige Hausfrau mit ihrem 500 PS Jeep drauf hat. So, heute gab's keine geheimnisvollen Brände im Canyonero, also bin ich schon unterwegs. Okay, auf dem Nachhauseweg kann ich noch ein großes Glas Schmalz für den St. Patrick's Day kaufen. Ich würde dir furchtbar gerne helfen. Das wäre eine herrliche Ablenkung von meinem hektischen Leben. Einverstanden. Ich habe gerade erfahren, dass Lenny verletzt wurde. Ich muss mich irgendwie davon ablenken. Ich helfe Ihnen aus und mache meine Supermarkteinkäufe auf dem Heimweg. Ich komme sofort. Das Haus stinkt nach Maggies Windeln. Mein Nähzirkel hat mich rausgeworfen, weil ich geflucht habe. Also habe ich jetzt Zeit für dich. Das ist sowas von lieb, dass du zuerst an mich gedacht hast. Es sei denn, du hast dich verwählt. Yippie! Oh Mann! Hurra! Ja! Du könntest ja nicht mal der Parade folgen. Der Typ war ein echt schlechter Fahrer. Und ich hab gedacht, ich wäre eine langsame Fahrerin. Das nennst du fahren? Tut mir leid, aber du bist zu langsam. Bis später, Blindschleiche. Geht es nicht ein bisschen schneller? Weg da, sonst bist du dran, Lamas! Tut mir leid, aber ich hab's wirklich eilig. Marge muss gleich weg. Ich schwör's, früher war ich besser. Ich brauch mehr Tanz-Aerobic-Unterricht. Lass mich erst mal durchatmen. Ich brauch nen Long Island Iced Tea. Langsam, aber kontinuierlich. So gewinnt man das Rennen. Wenn man drei Kinder hat, macht man schon schneller schlapp. Du musst mir helfen, ich muss herausfinden, was mit meinem Baby passiert ist. Erntezeit? Wenn ich hier Gartenarbeit machen muss, dann ziehe ich mich lieber um. Oder meine nächste Mission lautet, Matschflecken aus grüner Kunstseide waschen. Leck mich an meinem Canyonero! Bart, erkennst du dieses Emblem wieder? Ach, Gott sei Dank, du bist aus der Trance erwacht. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Diese Verschwörung geht bis in die obersten Reihen. Ich brauche ein bisschen extra Zunder. Als Officer March. Mach es einfach. Chief Wiggum, ich muss herausfinden, was mit Bart passiert ist. Können Sie mir zeigen, wo die Getreidefeldkreise sind? Vielleicht finde ich da einen Hinweis, wie man Bart heilen kann. Entschuldigung, bitte. Nein, Klitus, ich bin's, Marge. Das war leichter als Wäsche waschen. Euch kriege ich, ihr bösartigen Cola-Fläschler und Vertreiber. Ich versuch's nochmal, danke. Entschuldigung, Hans Moleman, kannst du mir helfen? Ich wollte nur fragen, ob du jemals Kreise in einem Getreidefeld gesehen hast. Wie können dir Hooligans einem alten Mann die Medikamente stehlen? Gebt die sofort zurück. Homie, jemand hat sämtliche Desserts im Haus aufgegessen. Du musst in den Supermarkt fahren und dieses Eis mit Krokant kaufen. Hallo Milhouse, was machst du denn hier? Der kleine Ralphie Wiggum, wie geht's dir? Der Name ist Marge. Danke. Na gut, in jedem Fall stärkt es deinen Charakter. Und, was machst du hier? Klingt ganz lustig. Halt dich fest.
Warum fahren wir nicht zum Supermarkt? Da gibt's Ketchup-Flaschen. Ja, Ketchup in Flaschen. Hier hast du deine blöden Medikamente, Grandpa. Ja, toll, jetzt brauche ich wieder was, um ihn aufzuwecken. Homer, rede mal mit Ned Flanders. Er wirkt verärgert und deprimiert. Ach, Bart, warum murmelst du so wirres Zeug? Der Schwachkopf meines süßen kleinen Jungen ist wohl total durchgedreht. Die ganze Stadt spielt verrückt. Sicherheitskameras, geheimnisvolle Vans, Kreise in Getreidefeldern. Da muss es eine Verbindung geben, ob die Polizei vielleicht etwas weiß. Danke, Cletus. Grandpa, weißt du etwas über Getreidefeldkreise? Oh je! Homie, Lisa ist in die Schule gefahren und hat ihr Biologiemodell vergessen. Kannst du es ihr bringen? Du kannst es doch auf dem Weg zur Arbeit abliefern. Homie, du kommst zu spät zur Arbeit und heute ist doch Mr. Smithers Inspektion. Ich wette, Apu weiß, wer die Cola verkauft. So, jetzt sind wir quitt und ich fahre nach Hause zu meiner Familie. Wenn wenigstens die Kinder mehr Videospiele spielen würden, bei denen es ums Teilen geht. Mr. Guy, was machen Sie denn hier? Wieso holen Sie die nicht einfach zurück? Ach, ich weiß, es ist nicht einfach, etwas rundlich zu sein. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich kümmere mich um diese Angelegenheit, wenn Sie mir auch ein bisschen helfen. Ja, okay, ich verstehe. Apu, bist du dir eigentlich bewusst, dass du vergiftete Cola verkaufst? Wo kommt dieses Zeug her? Bart ist durch die Cola verrückt geworden. Wenn ich den finde, der das vertreibt, werde ich ihm eins überbraten. Jetzt reicht's. Der Sache gehe ich nach. Und wehe allen Cola-Transportern, die mir in den Weg kommen. Willy, was machen Sie denn hier? Naja, ich könnte einen Traktor für den Haushalt gut brauchen, um Homers leere Flaschen abzutransportieren. Jetzt nicht, Homer. Ein neues gewalttätiges Videospiel ist auf dem Markt und das müssen wir loswerden, bevor es Kinder schlecht beeinflusst mit seinen Blupsern und Piepsern. Und genau deshalb sollten wir es vernichten.